Merci vielmal, Bruno Raffa, für deine liebe Einleitung. Wir haben wieder im üblichen Berner Team von Ärzten, die sich eben für chronische entzündliche Darmerkrankungen interessieren, ein interessantes Programm zusammengestellt. Ich möchte, sofern es mir gelingt, jetzt hier auf meine Folien zurückzugreifen, gerade anfangen mit meiner Präsentation. Es geht darum, dass wir heute über die Tatsache der Medikamente sprechen möchten. Und zwar es kommt es darauf an, was oder möchte ich mir so ganz frech die Frage stellen, welches ist eigentlich das beste Medikament? Was sollten wir wirklich als erstes brauchen? Und das ist eine ganz schwierige Frage, wo wir nicht ganz so einfach beantworten können. Ich hoffe, jetzt kommt irgendwann mal das richtige Bildführer. Hier haben wir irgendwie alles Mögliche. Sorry für diese Störung. So, wir kommen jetzt zum richtigen Thema. Also, welches Medikament soll man zuerst verwenden? Das ist für uns Ärzte wirklich sehr schwierig und ein großes Thema, was sehr herausfordernd ist und was eigentlich so die Take-Home-Message ist. Ich möchte Ihnen verschiedenste neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen zu diesem Thema. Und ich muss Ihnen natürlich auch bei dieser Gelegenheit mitteilen, das Ganze ist etwas komplex und ich möchte deswegen so ein bisschen erstmal in die Details gehen. Wie können wir überhaupt herausfinden, welches das beste Medikament ist? Und da gibt es in mehrere Designs von Studien, die wir durchführen können. Und da ist das Allerbeste der sogenannte Head-to-Head-Trial. Das heißt, wir vergleichen zum Beispiel, was ist besser, Pepsi-Cola oder Cola, und vergleichen jetzt 100 Menschen, die das eine trinken, und 100 Menschen, die das andere trinken, und die sagen nachher, das eine oder das andere ist besser. Und das gibt es ganz wenig. Also man hat ganz wenige Medikamente. Also zum Beispiel ein Medikament, wo ich Ihnen später zeigen werde. Man hat zum Beispiel Vedolizumab mit Adalimumab verglichen in einer Studienpopulation, wo man im Prinzip geschaut hat, dass die Verteilung wirklich gut und gerecht ist. Das sind super Arbeiten, aber wie gesagt, das gibt es ganz wenig. Was kann man sonst noch machen, um herauszufinden, was das beste Medikament ist? Eine Möglichkeit hierzu ist zu schauen, wie sprechen Leute in einer Kohorte, also in einem echten Welt an. Das heißt, man nimmt zum Beispiel alle Berner Patienten und schaut, wie sprechen die jetzt auf das Medikament X an, wie sprechen die auf das Medikament Y an, auf das Medikament Z an und kann die dann vergleichen. Was man auch noch machen kann, ist, man kann Studien nehmen, die schon publiziert wurden, also alte Ergebnisse von Zulassungsstudien von Medikamenten und vergleicht die und guckt, welches von diesen Medikamenten funktioniert besser und welches funktioniert schlechter. Ja, jetzt haben wir die tolle Situation, dass wir eigentlich in den letzten Jahrzehnten eine immense Entwicklung an Medikamenten für chronisch entzündliche Darmerkrankungen hatten. Sie sehen hier zum Beispiel haben wir in den 50er Jahren die Cortisonpräparate, in den 70er Jahren kamen dann die 5-Aminosalicylsäurepräparate, also sowas wie Salofalk, Pentasa, Asacol oder Mesazin. Dann in den 70er Jahren auch die Thiopurin, jetzt Azathioprin, in den 80er Jahren das Methotrexat, dann 1998 eigentlich die große Einführung der Biologika oder mit dem Infliximab. Das wurde dann 6 Jahre später auch für die Colitis zugelassen. Dann kommen weitere TNF-Blocker so langsam auf den Markt. 2014 kommen dann die Homing-Rezeptoren-Blocker, dann das Ustekinumab, ein Interleukin-12/23-Antikörper.
Mitte der 20er Jahre, dann 2018 das Tofacitinib, dann kamen auch die Biosimilars, wo uns Dr. Matter nachher von berichten wird. Und schließlich auch natürlich neue Medikamente. Da gibt es einige, die wir auch in unseren Zentren innerhalb jetzt von Studien anschauen. Nun, zu den direkten Vergleichsstudien, da gibt es wirklich nicht viele. Oder Sie sehen hier, es gibt eine Studie, die heißt Varsity. Da hat man wirklich das Vedolizumab, also Entyvio, mit Adalimumab, dem Humira, verglichen und hat geschaut, welches von beiden ist bei der Colitis ulcerosa besser. Es sind da noch einige andere unterwegs, wo die Ergebnisse aber noch nicht bekannt sind. Nun, was gibt es zu bedenken bei dem Ganzen? Ich glaube, man muss es ganz genau immer anschauen und dazu braucht es auch Fachwissen. Sind diese Studien überhaupt vergleichbar oder werden in dieser Studie Äpfel mit Birnen verglichen? Dann ist wichtig, kein Patient ist ja gleich wie der andere. Sind das Studien, wo Patienten drin sind, die schon mit x anderen Medikamenten vorbehandelt sind oder nicht? Weil wenn das der Fall ist, diese Patienten sprechen schlechter an. Ist der Krankheitsverlauf kurz oder lange? Patienten, wie gesagt, sind Individuen mit eigenen Bedürfnissen, Ängsten und Vorstellungen. All das schlägt sich nachher in der Therapie nieder. Nun, welches Medikament ist das Beste? Da stellt sich die Frage, was hat der Patient am liebsten? Ist das eine Tablette? Sind das Spritzen oder Infusionen? Ist ein wichtiges Thema und das ist für mich eigentlich das Wichtigste, wo ich die Patienten beraten möchte, ist die Wirksamkeit bzw. die Nebenwirkungen. Weil Nebenwirkungen, das ist was, wo niemand gerne hat und das müssen wir eine ehrliche Einschätzung machen, weil niemand ist parat, Nebenwirkungen zu erkaufen, wenn nicht wenigstens eine gute Wirksamkeit herauskommt. Der Preis spielt in der Schweiz eine untergeordnete Rolle. Wir sind Gott sei Dank gut ausgerüstet mit Krankenversicherungsleistungen. Aber wir müssen Ihren eigenen Krankheitsverlauf anschauen. Sind es nur seltene Schübe, dann braucht es vielleicht überhaupt keine Therapie oder nur ab und zu eine Therapie. Oder haben Sie häufig Schübe, dann ist es sicher sinnvoll, eine Dauertherapie zu machen. Gibt es sogenannte ungünstige prognostische Faktoren, das heißt, sind zum Beispiel einem frühen Erkrankungsalter schon Dünndarmbefall und Befall vom After mit dabei, dann weiß man, das sind schwerwiegend verlaufende Erkrankungen. In so einem Fall werden wir sicher aggressiver behandeln müssen, um die Situation beruhigen zu können. Natürlich spielt auch das Alter des Patienten eine Rolle. Einen 18-Jährigen werde ich anders behandeln wie einen 95-Jährigen. Und wir müssen natürlich auch wissen, welche Vorbehandlungen wurden bisher schon durchgeführt. Ich komme zu den Nebenwirkungen. Einfach hier so als Take-Home-Message, ich habe Ihnen drei Medikamente aufgeschrieben, die zeichnen sich eigentlich durch besonders wenige Nebenwirkungen aus. Das heißt nicht, dass die anderen Medikamente viele Nebenwirkungen haben, sondern das heißt, die haben wirklich besonders wenig. Das sind die 5-ASA-Präparate, also wie Salofalk, Pentasa, Asacol, Mesavant. Das ist das Vedolizumab, das Entyvio und das Ustekinumab, das Stelara. Diese haben wirklich besonders wenige Nebenwirkungen. Ich komme zu der Frage, wie ist der individuelle Krankheitsverlauf? Sind das seltene Schübe oder ist das häufig? Ist das eine aggressive Erkrankung oder eine weniger aggressive Erkrankung? Bei leichten Verläufen kann man durchaus auch abwarten. Es muss nicht jeder, der eine Colitis ulcerosa oder einen Morbus Crohn hat, behandelt werden. Aber, und das ist sehr wichtig für Sie, bei einem leichten Verlauf, auch dort sollte eine regelmäßige Kontrolle beim Facharzt stattfinden, zum Beispiel über das Calprotectin im Stuhl. Das ist einfach so eine Stuhlprobe, die Sie einschicken und dann kann man sehr genau ablesen, wie viel Entzündung im Darm ist. Wenn Sie nur ab und zu alle 2 Jahre mal einen Schub haben, kann man durchaus auch das alte Cortison geben, einfach limitierte Zeit. Das darf nicht die ganze Zeit weitergegeben werden, weil sonst hat man eigentlich hauptsächlich Nebenwirkungen. Aber die internationalen Crohn- und Colitis
Ärzte, die haben sich eigentlich schon lange darauf geeinigt, dass wenn man mehr als 2 Schübe pro Jahr hat oder wenn eine aggressive Erkrankung vorliegt, dann sollte man weitergehend behandeln. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel eine Immunosuppression mit Azathioprin, das ist im Handelsnamen das Imurec, Azarec, Azafalk oder Purinetol oder auch Methotrexat. Oder mit Biologika. Und da gibt es inzwischen eine ganze Reihe, die Familie der TNF-Blocker, wie das Infliximab, Adalimumab, Golimumab und Sertolizumab. Sorry für die vielen Namen. Wahrscheinlich träumen Sie heute Nacht von lauter Maps. Das ist halt so. Und das wird für uns Ärzte auch immer komplizierter, sich die ganzen Namen zu merken und zu wissen, was sich dahinter verbirgt. Also wie Sie haben diese TNF-Blocker, das sind einfach Medikamente, die einen Botenstoff der weißen Blutkörperchen blockieren. Dann gibt es die Homing-Rezeptoren-Blocker, das Vedolizumab. Das sorgt einfach dafür, dass die weißen Blutkörperchen den Ort der Entzündung im Darm nicht mehr finden. Deswegen hat das auch so wenig Nebenwirkung, weil das spezifisch nur im Darm funktioniert. Die Interleukin 12 und 23 Blocker, Ustekinumab, oder die sogenannten kleinen Moleküle, das sind wieder Tabletten, im Gegensatz zu den obrigen Biologika, die gespritzt oder infundiert werden müssen, wie das Tofacitinib. Nun gehen wir zum nächsten Punkt, Alter des Patienten. Wir wissen einfach, ältere Patienten, das heißt ab meinem Alter und aufwärts, diese Leute sind empfänglicher für infektiöse Komplikationen, aber auch für Lymphome. Lymphome, das sind solche Entartungen von weißen Blutkörperchen. Und deswegen sollte man bei diesen Patienten TNF-Blocker und Thiopurine, also wie Azathioprin, eher meiden. Man weiß auch, dass Patienten, die zum Beispiel früher schon mal mit TNF-Blockern behandelt wurden, auf andere Biologika nicht mehr so gut ansprechen. Die Daten zeige ich Ihnen nachher. Jetzt möchte ich Ihnen gerne diese Varsity-Studie zeigen, wo man eben jetzt so einen TNF-Blocker, nämlich das Adalimumab und das Vedolizumab, verglichen hat. Sie sehen, da hat man insgesamt in beide Gruppen 385 bzw. 386 Patienten hineingetan. Eben 385 wurden mit Vedolizumab behandelt und einem Placebo, also einem nicht echten Ersatzstoff, wo man im Prinzip das Adalimumab, das Humira, simuliert hat. Und in der anderen Gruppe wurde eben das Adalimumab injiziert und eine Placebo-Infusion gemacht. Und dann hat man geguckt, was Woche 52 bzw. bis Woche 68 passiert. Und hier sehen Sie die Daten, oder Sie sehen hier den Direktvergleich. Und man muss natürlich sagen, das ist einfach sehr rigide gemacht worden. Dort hat man dann nicht noch Dosen gesteigert oder Intervalle verkürzt. Also die Therapie wurde in dieser Studie nicht angepasst. Aber man sieht hier, wenn man das ganz streng nach Schema macht, nach einem Jahr, scheinen Patienten, die eben mit dem Entivo, dem Vedolizumab behandelt worden sind, besser anzusprechen als die mit Adalimumab, 31 versus 22%. Wenn man schaut, wie fest die Darmschleimhaut abheilt, sieht man auch einen Unterschied, oder fast 40% unter dem Vedolizumab, 30% unter dem Adalimumab. Wenn man dann wieder schaut, wie viele Leute sind komplett kortisonfrei, dann sind die Daten eher ein bisschen enttäuschend. Man sieht, da scheint das Adalimumab, das Humira, etwas besser zu sein als das Vedolizumab. Wir würden uns natürlich viel höhere Daten oder Zahlen wünschen, wie die Patienten ohne Kortison sind. Wie gesagt, das ist die erste Head-to-Head-Untersuchung, wo man wirklich zwei Medikamente direkt verglichen hat. Dann gibt es diese Meta-Analysen, wo man verschiedene andere Medikamente anschaut. Und in dieser Untersuchung hier hat man eigentlich geschaut, welches ist das beste Medikament. Das bezieht sich wiederum auf die Colitis ulcerosa. Und Sie sehen hier auf der linken Grafik unten, das Infliximab scheint das beste Medikament zu sein bei einer Colitis ulcerosa, das zweitbeste, das Vedolizumab, die anderen kommen dann. Wenn aber die Patienten schon vorher mit einem TNF-Blocker behandelt worden waren, also wie beispielsweise mit Infliximab oder Adalimumab, dann haben sie ganz andere Daten. Da sehen Sie, dass das Ustekinumab, das ist auf der rechten Seite des Bildes, das Ustekinumab und das Tofacitinib
besser funktionieren als das Vedolizumab. Also das heißt, was wir gelernt haben in den letzten Monaten, das ist, wir müssen genau die Medikamentengeschichte angucken und offensichtlich ist es so, gewisse Vorbehandlungen führen dazu, dass gewisse andere Medikamente nicht mehr ganz so wirksam sind, wie sie das initial mal waren. Ich kann also zusammenfassen für die Colitis ulcerosa, nur direkte Vergleichsstudien geben uns zuverlässige Daten, welche Medikamente das Beste sind. Varsity Trial sagt, Vedolizumab scheint besser zu sein als Adalimumab. Wir sehen in anderen Studien, dass bei unvorbehandelten Patienten Vedolizumab und Infliximab die besten Medikamente sind, um eine klinische Remission zu erzielen. Wir sehen in einer dritten Studie, dass wir bei Patienten, die mit Vedolizumab behandelt worden sind, insgesamt höhere Remissionsdaten bekommen im Vergleich zu TNF-Blocker, also etwas, was diese Varsity-Trial oder Varsity-Studie unterstützt. Gehen wir von der Colitis ulcerosa weiter zum Morbus Crohn. Leider gibt es hier noch keine direkten Vergleichsstudien, aber es gibt alte Studien von 2018, wo man sieht, dass TNF-Blocker sicher besser sind als Placebo. Das hoffen wir natürlich alle, sonst würden wir ihnen ein ganz schlechtes Medikament verkaufen. Infliximab ist besser als das Azathioprin, also das Imurec oder Azarec oder Azafalk. Und wir haben auch gesehen, wenn man Azathioprin mit Infliximab kombiniert, scheint das besser zu sein als Infliximab alleine. Wir haben in einer anderen Studie, die auch im 2018 publiziert wurde, gesehen, dass TNF-Blocker offensichtlich beim Crohn etwas besser funktionieren wie Ustekinumab als erste Therapie. Und wir haben gesehen, dass Infliximab und Adalimumab beim Morbus Crohn ungefähr gleich wirksam sind. Hier eine Vergleichsstudie, wo man TNF-Blocker mit dem Vedolizumab, also dem Entyvio, wieder verglichen hat. Das ist aber eine retrospektive Studie. Hier bei Morbus Crohn scheint das ein bisschen anders zu sein als bei der Colitis ulcerosa. Wir finden bei Morbus Crohn gleiche Remissionsraten. Das heißt im Prinzip, wir haben einen gleich guten therapeutischen Effekt. Allerdings hat man bei Vedolizumab weniger Nebenwirkungen gefunden. Man hat jetzt hier auch wieder so eine Meta-Analyse gemacht und ich möchte Sie vor allen Dingen auf das rechte Bild hinweisen. Dort sieht man, wie interessant es ist, was die Krankheitsdauer anbetrifft. Und Sie sehen hier in dieser Tabelle, da steht Disease Duration, das ist Englisch, weniger als 2 Jahre, dann 2 bis 5 Jahre und über 5 Jahre. Und dann können Sie ganz klar sehen, oder da vergleicht man jetzt, wenn man vom roten Balken nach rechts geht, ist Vedolizumab, also das Entyvio, besser. Geht man vom roten Balken nach links, heißt es, der TNF-Blocker ist besser. Und da sehen Sie, wenn jemand einen kurzen Krankheitsverlauf hat, also unter 2 Jahre, dann ist offensichtlich das Entyvio Vedolizumab ein besseres Präparat als ein TNF-Blocker. Während wenn Sie einen längerfristigen Krankheitsverlauf haben, scheint der TNF-Blocker besser zu sein. All das sind relativ neue Daten, die jetzt auf uns einstürmen, wo wir wirklich auch merken, wie können wir die Patienten wirklich mit dem besten Medikament behandeln. Nun, andere Sachen müssen noch berücksichtigt werden. Zum Beispiel die extraintestinalen Manifestationen. Das sind Entzündungen außerhalb des Darmes. Sie wissen alle, Crohn und Colitis, da kann es auch mal zur Entzündung von Gelenken kommen, von der Leber kommen, von Haut kommen, von Augen kommen und auch von anderen Organen. Und da weiß man, eigentlich der Goldstandard sind hier wirklich die TNF-Blocker, die wie Infliximab, Adalimumab, Certolizumab, Golimumab, die funktionieren wirklich gut bei den extraintestinalen Manifestationen. Man weiß aber auch, dass das Ustekinumab wirksam ist, das Tofacitinib, was nur für die Colitis zugelassen ist, ist wirksam. Das Vedolizumab scheint hier etwas weniger wirksam zu sein. Gehen wir zu den Fisteln bei Morbus Crohn. Auch hier ist der TNF-Blocker der Goldstandard.
Ustekinumab und andere Medikamente können aber auch hier wirksam sein. Nun, bevor ich ganz ende, ich habe gar nicht viel von dem alten Cortison berichtet. Ich glaube, es ist gleich wichtig, dass man über die alten Medikamente auch noch redet. Das ist nach wie vor ein wirksames Medikament, aber bitte keine Dauertherapie. Was wir neu wissen, ist, dass Cortison das Risiko für Covid-Komplikationen erhöht. Deswegen setzen wir es im Moment eher noch sparsamer ein. Wenn es nur selten einen Schub gibt, ist Cortison sicherlich eine gute Alternative. Wenn Sie immer eine erhöhte Krankheitsaktivität haben, muss man sie entweder für die Immunsuppressiva, zu den Immunsuppressiva raten oder zu den Biologika. Die alten 5-Aminosalicylsäurepräparate, Salofagpentasaminsazin oder Asacol, die eignen sich immer noch sehr gut zur Therapie der Colitis ulcerosa. Die können und sollen langfristig eingenommen werden. Die verhindern weitere Schübe, haben weniger Nebenwirkungen. Die gibt es auch in neueren Formulierungen, wo sie noch etwas aktiver sind. Ja, vor einem Jahr hat eine Schweizer Arbeitsgruppe so einen Entscheidungsbaum publiziert. Und Sie sehen, wie schwierig das ist. Und das ist eigentlich noch eine sehr vereinfachte Form. Sie sehen, was alles in den Hirnen Ihrer Ärzte rumflattern muss, dass wir nachher für Sie eigentlich das optimale Medikament finden. Sie sehen, links oben bei milder Erkrankungen kann man eventuell nichts machen. Man kann aber dann auch mit einem Budesonid, einem topischen Cortisonpräparat oder auch mit einem richtigen Cortisonpräparat einen Crohn-Patienten behandeln. Wenn das nicht funktioniert, geht man weiter und nimmt ein Immunsuppressivum oder eben ein Biologikum. Ich will dieses Bild Ihnen nicht im Detail erklären, sondern nur zeigen, diese Entscheidungsbäume sind komplex und deswegen ist für mich eine ganz wichtige Home-Message für Sie. Lassen Sie sich von Ärzten behandeln, die sich einfach bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen auch auskennen, weil es ist kompliziert und es wird immer komplizierter, weil immer mehr Medikamente auf den Markt kommen. Als ich als Assistenzarzt vor etlichen Jahrzehnten mit Crohn und Colitis gestartet habe, hatten wir 3 Medikamente. Inzwischen haben wir eine ganze Reihe und man muss vieles wissen, vieles bedenken, dass wir Ihnen, liebe Patienten, eine gute Therapie zukommen lassen können. Und somit sind wir am Ende. Es ist eine nicht ganz einfache individuelle Entscheidung, welches das beste Medikament ist und welches Medikament auch für Sie am besten passt. Es ist für mich ganz klar, Ihre Wünsche müssen berücksichtigt werden, aber man muss auch das Alter, die Verlaufsform der Erkrankung, die Vorbehandlung des Patienten jetzt berücksichtigen. Vedolizumab, kann man sagen, scheint ein gutes, frühes Medikament zu sein, also kurze Erkrankungsdauer. Bei akuter, schwerer Colitis ist nach wie vor das Infliximab sehr zu empfehlen. Bei Patienten mit Colitis, die mit TNF-Blockern schon vorbehandelt wurden, kann Ustekinumab oder Tofacitinib eingesetzt werden und es scheint eben dann besser zu sein als das Vedolizumab. Ja, hiermit bin ich am Ende. Ich warte Ihre Fragen und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich sehe, es hat schon Fragen. Pascal, du bist, glaube ich, noch auf stumm gestellt. Jemand hat geschrieben, es sitzen sicher 1000 Leute hier. War Humira oder das andere besser und in welcher Dosierung? Habe Colitis und seit 2 Jahren Rheuma? Gut, da fragt jemand, der offensichtlich auch Rheuma hat. Rheumatologische Patienten haben natürlich, das macht es wieder komplizierter, weil gewisse Medikamente, die eben auf den Darm gut wirken, wirken bei Rheuma schlechter und umgekehrt. Also auch hier muss man gut schauen, welches Medikament das Beste ist. In der Regel geben wir 40 Milligramm Adalimumab alle 2 Wochen. Das reicht in der Regel aus, um Rheuma als auch Colitis behandeln zu können.
Gibt es weitere Fragen? So, ich habe eine interessante Frage gesehen. Es wäre eine Frage über, wie du die Verlaufskontrolle macht bei jemandem, der wenig Aktivität hat oder sehr leichte Schübe hat. Und was ist wichtig und warum ist das Kalprotektin so wichtig in dieser Situation oder andere Maßnahmen? Jawohl, eine ganz wichtige Frage, super, merci vielmal an die Person, wo die gestellt hat. Die regelmäßige Verlaufskontrolle ist deswegen wichtig, weil die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen sind Chamäleons. Die können heute so aussehen und morgen schon so wieder ganz anders. Das heißt, die Krankheitsaktivität kann sich sehr, sehr schnell verändern. Und manchmal, insbesondere dann, wenn zum Beispiel der Befall nicht direkt im Enddarm ist, sondern weiter oben, spüren die Patienten häufig gar nicht, was wirklich los ist. Oder? Das heißt, sie können gar nicht merken, dass da im Moment ganz viel Aktivität ist, außer vielleicht durch Müdigkeit, dass sie im Moment nicht so mögen. Aber von daher sind diese Kalprotektin-Tests sehr weiterhelfend, weil wir dann merken, oh Hilfe, da ist ja wirklich die ganze Zeit hohe Aktivität, ohne dass der Patient etwas merkt. Und die Folge könnte sein, zum Beispiel, wenn das zwischen Dünndarm und Dickdarm ist, dass es langfristig zu einer Bildung einer Engstelle kommt, die nachher sogar operiert werden muss. Und wir möchten ja nicht nur aus kosmetischen Gründen eine gute Therapie machen, sondern vor allen Dingen, um Komplikationen zu verhindern. Sie sollen ja auch im hohen Alter noch einen funktionierenden Darm haben. Und von daher ist es wichtig, diese Einschätzung zu machen. Meistens reicht das 3-4 Mal im Jahr, so ein Kalprotektin. Es gibt auch Leute, da weiß man einfach aus Erfahrung, die haben nicht viel Aktivität, da langt es auch 2-mal im Jahr. Aber das ist sicher gut, wenn man das ein paar Mal im Jahr macht. Das ist nicht wahnsinnig teuer, aber enorm hilfreich. Ich habe eine andere Frage gesehen, Frank, die wir in der Sprechstunde sehr, sehr häufig erhalten. Und zwar schreibt da eine Patientin, nach 4 Jahren in Flektra hat sich der Darm gut erholt. Kann man pausieren oder soll man weitermachen, Abstand eventuell verlängern? Das ist etwas, was wir eigentlich fast täglich in der Sprechstunde mit den Patienten diskutieren. Wiederum eine sehr gute Frage. Abstände verlängern? Nein, das geht nicht, weil wir das nicht wollen, sondern weil das immunologisch eine Katastrophe ist. Wir wissen, wenn wir die Abstände verlängern, ist die Konzentration von diesem Medikament so gering, dass der Körper das als fremden Stoff erkennt und nachher Antikörper bildet und dann kann man dieses Medikament irgendwann nicht mehr geben. Das heißt, man sollte immer darauf bedacht sein, dass ein gewisser Grund oder Spiegel vorhanden ist von dem Medikament. Also man kann nicht sagen, man gibt alle 4 Monate mal so eine Infusion. Das hat man früher gemacht. Das ist nicht lange gut gegangen. Die meisten Patienten wurden allergisch gegen das Medikament. Was man durchaus in Einzelfällen machen kann, ist aber die Therapie komplett stoppen und gucken, was passiert. Wir machen das hier, dass wir immer wieder Kalprotektin messen und schauen, kommt das wieder. Die Chancen sind ungefähr 50-50. Also 50% der Patienten bleiben in Remission, 50% der Patienten machen leider innerhalb des ersten Jahres wieder einen Schub und müssen halt dann wieder neu behandelt werden. Aber wer das nicht wagt, der wird es auch nie erfahren. Und es gibt natürlich Patienten, die sagen, ich hatte so schlimme Schübe, ich möchte das immer weiterführen, habe ich volles Verständnis dafür. Aber Patienten, wo sagen, nein, ich gehe das Risiko ein, dann kann man das durchaus machen und es kommt, wie gesagt, in 50% der Fälle gut. Ich habe noch eine Frage gesehen und ich wollte da noch eine Anmerkung machen zu diesem Kommentar von einem Patienten. So sehr interessant. Du hast viel über Vedolizumab, vor allem bei der Colitis ulcerosa, gesprochen. Und einige Patienten fragen sich, wann wäre die Zeit, auf diesen Vedolizumab zu wechseln? Und gibt es eine Indikation, auf Vedolizumab zu wechseln wegen der Safety von diesem Medikament? Und manchmal auch, wenn man so auch sehr safe Medikamenten hat. Und was extrem wichtig ist, was du vorher ganz am Anfang gesagt hast, ist eigentlich die Medikamente, die wir zur Verfügung haben für diese Krankheiten, sind alle sehr sicher. Das ist das Wichtigste. Sind alle sehr sicher und es gibt einige, die noch mehr spezifisch sind und vielleicht noch ein wenig sicherer, aber die sind alle sehr sicher. Und das
Problem oder was ich sehe hier als Problem und wo ich eigentlich zurückhaltend wäre, ist umstellen nur aufgrund von dieser besondere spezielle Sicherheit oder weniger Nebenwirkung zu erhalten. Aber am Ende weiß man nicht, ob dieses Medikament wirklich für sich selbst geeignet ist und wie die Wirkung dann funktioniert. Wenn man eine Therapie hat, die gut funktioniert und wie du es vorher gesagt hast, Frank, man muss es regelmäßig monitorieren, kontrollieren, Calprotectin im Blut und schauen oder sogar endoskopisch schauen, dass es stabil ist, dann würde ich eher mit dem Medikament, der für mich funktioniert, weitergehen und nicht wechseln für einen solchen Grund. Das sehe ich absolut genauso. Also man sagt ja immer, never change a winning horse. Also wenn man erfolgreich irgendwo behandelt ist und keine Probleme hat, dann sollte man eine gut laufende Therapie nicht unterbrechen, weil sie haben keine Ahnung, ob auch ein Vedolizumab, auf das wir sie wechseln könnten, wirklich nachher so wirksam sein wird wie das alte Medikament. Es gibt sehr viele Fragen. Ich glaube, vielleicht machen wir noch Timing eine müsste oder man, dann starten. Ja, müsste man wahrscheinlich weitergehen, wenn ihr ja. Schon dann seid.